Nun, warum sollten Sie den Unterschied überhaupt erklären müssen? Aus dem einfachen Grunde. In beiden Fällen handelt es sich um ein Krankheitsbild mit den Symptomen der Rechtsherzinsuffizienz. Aber der Unterschied liegt auf der Hand. Das erste von mir genannte Krankheitsbild ist das Korpulmonale. Was heißt das? Wir haben ein Krankheitsbild, das sowohl das Kor, nämlich das Herz, als auch Pulmo, die Lunge, betrifft. Und zwar handelt es sich beim Korpulmonale um eine Rechtsherzinsuffizienz, die infolge einer chronischen Atemwegserkrankung auftritt. Die isolierte Rechtsherzinsuffizienz ist demgegenüber ein relativ seltenes Krankheitsbild. Die sogenannte primäre Rechtsherzinsuffizienz ist eine Rarität. In den meisten Fällen einer Rechtsherzinsuffizienz haben wir irgendwo in der Vorgeschichte eine Linksherzinsuffizienz, die über die Lunge hinweg zur Rechtsherzinsuffizienz geführt hat. Beim Korpulmonale erst die Atemwegserkrankung, dann die Rechtsinsuffizienz. Bei der Rechtsherzinsuffizienz ein Geschehen, das nicht von der Lunge ausgeht.